Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Show Harvest Moon 3D Geschichten zu eurer Stätte. Ich will keine drei neuen Spiele halten, nur ein 3DS. Vielen Dank auch. Dies ist das erste 3DS-Spiel und die Rest sind nur noch 3DS-Spiele. Obwohl, Geschichten zu eurer Stätte gab es auch als DS-Spiel. Ich wollte es eigentlich auch zuerst als DS-Spiel kaufen, weil ich damals noch keinen eigenen 3DS hatte. Sondern ich mir den mit meinem Mann geteilt habe, aber ich habe es nirgendwo finden können. Das ist ein bisschen zu laut. Aber ich habe es nirgendwo finden können, deswegen habe ich dann doch die 3DS-Variante gekauft. Mein Mann benutzt den 3DS eh nicht so oft. Schauen wir uns erstmal das Intro an. Das ist jetzt natürlich eine höhere Qualität hat hier. Hier gibt es auch einen kleineren 3D-Effekt, aber den könnt ihr eh nicht sehen. Mal kurz anmachen. Ja, viel sieht man nicht. Und selbst wenn man ihn im Spiel anmacht... Hey, das habe ich mal als Hintergrundbild benutzt. Da kam, nach dem Spiel kam das also her. Als immer ihn anmacht, das Einzige, was eigentlich hervorsteht, sind die Bäume. In diesem Teil hatten wir eine kleine Story. Es gibt nämlich zwei Dörfer. Das sind die Dörfer Konohana und Bluebell. Eins ist mehr östlich angehaucht, das andere ist mehr westlich angehaucht. Und im Konohana kümmert man sich mehr um die Pflanzen und im Bluebell mehr um die Tiere. Und beide Dörfer sind unglaublich zerstritten wegen dem Kochfest. Wirklich wahr. Wir müssen also am Kochfest teilnehmen und die beiden Dörfer wieder dazu bringen, dass sie sich wieder vertragen. Gut, laden wir mal das Spiel. Wir sind im Frühling. Mal wieder. Unser Charakter ist Lucy und wir sind im Hickory-Hof. Das ist unser Ehemann, Cam. Guten Morgen, Blume. Ja, das ist der Spitzname, den ich ihm gegeben habe, weil er nämlich ein Blumenverkäufer ist. Wie geht es dir? Du und schwanger, ich kann es immer noch nicht glauben. Ach ja, außerdem sind wir schwanger. Ich bin so aufgeregt. Also das Kind ist noch nicht da. Das sind unsere Haustiere, die kümmern uns bei den... Die helfen uns bei den Tieren. Und hier hinten ist unser Bad und unsere Toilette. Unsere Küche, aber da kümmern wir uns später drum. Jetzt werde ich erstmal die Tiere hochnehmen. Ja, die werden immer so herumgeschleudert. Um 7 bringen sie normalerweise die Tiere hinaus. Das ist ein Teebusch, der hat aber gerade keine... Ja, Dings. Ach meine Güte, ich kann nicht erinnern, dass mein Feld schon so riesig ist. Gießkanne. Das sind Bewässerungsgräben. Aufgepasst. Cool, oder? Leider reicht das Wasser der Gießkanne nicht komplett. Deswegen müssen wir sie jetzt auffüllen. Und beim nächsten graben. Und das sind unsere Bäume. Eine von denen blüht gerade. Das heißt, dass wir da wahrscheinlich demnächst Obst bekommen. Wir haben aber erst den 14. Frühling. Erstmal weg damit. Eigentlich müssten gleich die Tiere... Ja, sie werden gerade rausgetrieben. Das da ist unser Suffolk-Schaf. Irgendwie sind die so dunkel. Muss ich die mal sauber machen? Mal bürsten. Ja, schon besser. Sich um alle Tiere hier kümmern. Also, es geht hier zwar mehr um Pflanzen. Wir sind in Konohana, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Hier, das Suffelschaf zeigt mir gerade ein Streichel-Minispiel an. Das kann ich allerdings nicht machen, weil dann immer das Spiel abstürzt. Das ist leider so ein Glitch, aber wir können es bei der Kuh machen. Ja, ist mir schon klar. Leider wird das immer wieder... sagt. Unten streicheln wir. Das ist eigentlich ganz leicht. Großbewegungen. Wenn das Tier die roten Backen hat, hat man es eigentlich schon richtig gut gemacht. Wenn es dann die Augen noch so schließt, gefällt es ihm richtig gut. So, noch mit den anderen Tieren reden. Wir haben hier nur zwei Hühner. Leider können wir nämlich nicht mehr halten. Wir können 4 Tiere und 2 Hühner halten. Hier haben wir noch unser Pferd, das ist extra. Die Eier stecken wir ein. Jetzt können wir ja natürlich noch die Kühe melken. Ich habe die Melkmaschine dabei. Hat ja ewig gedauert. Die Milch kommt jetzt nicht mehr in Größenordnungen, sondern in Sternen. Haben wir ja schon im Großbasar gesehen.
ich da eigentlich Kohlsamen? Wieso habe ich Kohlsamen dabei? Okay. Ich muss mich hier mal ein bisschen orientieren. Ja, wollte ich bestimmt noch einen Baum pflanzen. Hier habe ich jedenfalls das ganze Frühlingszeug gepflanzt. Hier auf dem unteren Touchscreen gucken wir mal auf unsere Aufträge. Die geben uns nämlich immer Aufträge und wenn wir denen das rechtzeitig geben, bekommen wir Belohnungen und so ähnlich. Das Orakel wird uns ein Skateboard geben, wenn wir hier 20.000 G geben und ein paar Bausteine und alter Ball. Wo gab es die denn? Ich glaube beim Handfischen. So, wie ist denn der 5? Da fehlt noch ein bisschen wertloses Erz, deswegen bin ich damit noch nicht fertig. Hier möchte ich mal Blumen. Ich habe noch keine Margariten in der Qualitätsstufe. Man kann alle Aufträge annehmen und selbst wenn man sie nicht hinbekommt, kein Problem. Nichts passiert. Das ist normalerweise ziemlich leicht zu geben. Erwachsenengetränk. Ich möchte Tee, den kriege ich aber nicht hin. Minze. Ja, eine Menge kriege ich hier überhaupt nicht hin. Der möchte Milch haben. Das könnte ich hinbekommen. Tja, gehen wir erstmal weiter. Hier ist das Dorf. Wenn wir oben hingehen, hier ist der Schmied. Im Panda-Kostüm. Morgen. Das war kein Gehen eigentlich. Die kleine Pandas bin ich am Morgen träge. Nein, den Auftrag will ich erstmal nicht machen. Oh, Lucy, gefällt dir die Ehe? Wenn du einmal geheiratet hast, musst du deine Familie um jeden Preis beschützen. Ich habe den Auftrag noch nicht fertig, das wird immer wieder gefragt. Ich habe gar nicht auf den Kalender geschaut. Hier wohnt unser Postbote, der ist aber gerade nicht da. Aber ging es zu unserer Farm zurück. Stimmt, ich muss mich erstmal orientieren. Aber dieses Spiel müsste ich eigentlich noch relativ gut im Kopf haben. Das ist der Haustierladen. Achso, die haben noch nicht auf. Machen ja erstmal erst um 10 auf. Eigentlich bin ich ein bisschen zu früh. Habe ich schon irgendwelche Sachen zu verkaufen? Was, wo habe ich diesen Kräutertee her? Bestimmt durch einen Auftrag bekommen. Ich weiß jetzt nicht, warum ich dieses Zeug dabei habe. Ist das alles ein Haustierfutter? Ich sollte mal wieder welches kaufen. Dann gehen wir mal weiter. Schauen, ob ein paar Leute unterwegs sind. Ich will einfach schauen aufs Auftragbrett. Es gibt nur einen. Liefere das Seiten auf der linken Seite bitte an den Empfänger. Ich soll große Forelle und kleine Krabbe an Bows liefern. Okay, ich nehme sie einfach mal an. Weil das etwas ist, was man eventuell hinbekommen könnte. Dass das Rathaus, das dürfte schon offen sein. Guten Morgen, Lucy. Ich hasse diesen Charakter. Gibt es etwas Lustiges, das du mir erzählen willst? Das ist nämlich der Typ, der den Pflanzenladen führt und der hat sich... nimmt sich nur frei. Wirklich. Die Leute machen die Lehne auch zu, wenn es regnet. Der nimmt... und wenn Feiertage sind. Es sind unglaublich viele Feiertage in diesem Spiel und es regnet auch unglaublich viel. Und der Typ hält sich wohl für ein kleines Kind, obwohl er ein alter Mann ist. Und dann hat er noch einen Vendomized-Laden aus... also Vendomized-Auswahl im Laden und das ist unglaublich ätzend. Guten Morgen, Lucy. Deine Stimme hört sich aber heute gut an. Das ist einer der Heiratskandidaten. Wenn ich Musik schreibe, muss ich manchmal einfach an die frische Luft. Da ist Ina, das ist die Bürgermeisterin von Konohana. Guten Morgen, Lucy. Wie geht es dir? Wenn du ein Anliegen hast, rede bitte mit mir am Tresen. Wenn du hier übernachten willst, musst du dich nur am Tresen eintragen. Wieso sollte ich hier übernachten, wenn ich ein Haus in der Nähe habe? Die hat auch noch einen Sohn. Der ist hier, jawohl. Guten Morgen, Lucy. Du beginnst früh mit der Arbeit, das ist super. Nö, gerade nicht. Vielleicht ist es 10. Wir machen auch alle Läden auf, zumindest die, die aufmachen heute. Kann übrigens passieren in diesen Teilen, dass sich das Wetter am Mittag ändert. Also in diesem Teil. Ist aber irgendwie der einzige neben Wonderful Life, wo das passiert. Das ist die Ärztin, Dr. Ayami. Guten Morgen. Pass auf, dass du vor lauter Müdigkeit nicht hinfällst. Ich will nicht darüber sprechen. Und hier ist ihr.
Lehrling Hiro. Guten Morgen, Lucy. Hattest du heute Morgen ein gutes Frühstück? Der ist ebenfalls ein Heiratskandidat. Es gibt leider keine Rivalen-Events mehr an diesem Teil. Die anderen sind dazu verdammt, allein zu bleiben. Das ist der Gemischtwarenladen. Sehr gut, du hast Haustierfutter im Angebot. Mutschu kennen wir ja noch. Aus Grand Bazaar. Ich möchte mal 30 Stück, die werden reichen. Ja, ich kaufe schon. So, was sagt ihr noch, wenn wir hinter dem Tresen sind? Guten Morgen, Lucy. Früh aufzustehen gehört zu meinen Stärken. 1, 2, 3. Jetzt weiß ich deinetwegen nicht mehr, wo ich war. Lass uns später reden. Was hast du überhaupt gezählt? Dann schauen wir uns mal weiter im Dorf um. Was ist das Café? Ist denn gerade überhaupt niemand da? Doch, die Enkelin der Besitzerin. Guten Morgen! Was mein Papa und meine Mama gerade machen? Daran denke ich, wenn ich deine Familie sehe. Ich will auch meine Eltern sehen. Nun ja, wir werden zwar Eltern, aber bis jetzt sind wir nur zu zweit. Da läuft gerade der Postbote. Den wir auch noch aus Grand Bazaar kennen. Robin, bleib stehen. Morgen, Lucy. Bin ich müde. In diesem Dorf habe ich viel zu tun. Es ist anstrengend, aber lustig. Wer ist denn um 11:15 noch müde? Nur mein Mann. Die sind alle wie mein Mann. Langschläfer. Das ist das Haus von dem Obstplantagenbesitzer. Da ist aber gerade nur seine Nichte. Oh, guten Morgen. Die ist auch eine Heiratskandidatin. Sorry, ich habe über meine Forschung nachgedacht. Nö. Ihr forscht hier wilde Pflanzen. Wo ist Obstplantagenbesitzer? Auf seiner Obstplantage. Guten Morgen. Hoffen wir auf viele Herausforderungen und Überraschungen. Oh ja, ihr seht es bereits. Das ist ein Rechtschreibfehler. Dieses Spiel hat unglaublich viele ätzende, dämliche Rechtschreib- und Grammatikfehler. Es ist zum aus der Haut fahren. Das ist die beste Jahreszeit für Früchte. Sie wachsen zu sehen ist eine Freude. Ich habe das Gefühl, das sagt ja jede Jahreszeit. Außer im Winter vielleicht. Wo es auch Mandarinenbäume gibt. Ein paar Leute fehlen ja noch. Gombisladen hat heute zu, da werde ich nicht rein können. Aber seine Enkelin ist hier, Nori, auch eine Heiratskandidatin. Guten Morgen, Lucy, ich wünsche dir einen tollen Tag. Ihr habt sicher schon die Blumen am Rand der Textboxen bemerkt. Dort kann man sofort sehen, wie man mit den Leuten steht. Wir haben mit Nori schon 4 Blumen, das heißt, sie ist eine gute Freundin von uns. Finde ich sehr, sehr nützlich, dass sie diese Blumen eingeführt haben. Und leider haben sie sie wieder ein bisschen ausgeführt im nächsten Teil. Ich weiß auch nicht, warum. Wir können hier durch den Tunnel gehen. Der ist am Anfang des Spiels allerdings zugebaut. Hier ist ein Bergmann. Aline ist wirklich toll. Ich wünschte, ich wäre auch wie sie. Denn hier liegen auch manchmal Sachen auf dem Boden, Erze und so. Ich wusste, dass das hier der richtige Ort ist. Man muss nur suchen. Das ist ein wertloses Erz. Das alles? Da habe ich eben eine Fledermaus genervt. Bist du auch auf der Suche nach Erzen? Viel Glück. Unglaublich, Aileen ist einfach toll. Ja, Aileen ist die Schreinerin, die hat den Tunnel gebohrt. Mit unserer Info sozusagen. So, jetzt sind wir im Bluebell gelandet. Hier gibt es erstmal die Kirche. Das nächste. Guten Morgen, aber einen guten Tag, Lucy. Oh, denn nicht. Ich habe nämlich die erforderliche Milch noch nicht zusammen. Sieht nicht aus, als ob Alisa bereits hier ist, die wir ja aufs Inselparadies noch kennen. Hier geht's zur Farm von Bluebell. Allerdings gehört die uns gerade nicht. Wir können allerdings später auch diese Farm hier hinziehen. Alles ausbauen und wir können die Felder auch von Konohana benutzen. Allerdings kann man nur einmal pro Monat ausbauen. Das ist also ein bisschen schwierig. Und man muss dieses Spiel sehr lange spielen. Ich glaube, ich bin bereits im Jahr 3. Hier ist der Haustier- und Pferdeladen. Da ist eine Heiratskandidatin. Oh, Lucy, was hast du vor? Ich komme jeden Tag her, um die Pferde zu sehen. Sind sie nicht süß? Ich könnte sie mir ewig ansehen. Ja, sie ist eine Pferdinnerin. Das ist nur der Pferdestall. Hier können wir Tiere kaufen. Bei den beiden. Bei ihr kann ich Zubehör für die Tiere kaufen. Hey Lucy, hast du meinen Bauch gehört? Ich habe solchen Hunger. Willkommen im Laden. Falls du was brauchst, geh zum Tresen, okay?
Hallo, du gibst dir aber Mühe. Ich sollte mich auch anstrengen. Bei Jessica können wir Tiere kaufen. Kannst du kurz nach Cheryl sehen? Sie würde sich freuen. Ich habe schon mit ihr gesprochen. Allerdings gibt es noch einen Charakter, nämlich der, der sich um die Tiere kümmert. Der Sohn von Jessica und der große Bruder von Cheryl. Das ist der Ash, auch ein Heiratskandidat. Hi, musst du heute arbeiten? Die Arbeit auf dem Hof ist hart, aber sie lohnt sich. Hast du Lust, mit mir etwas spazieren zu gehen? Oh nee, lad mich nicht auf ein Date ein, ich bin verheiratet. Ja, das machen die Heiratskandidaten hier gerne. Wenn man einen bestimmten Blumenmeter mit ihnen hat, dann fragen die nach Dates. Aber wenn man bereits verheiratet ist, ist das keine gute Idee. Okay, ich verstehe. Ach nichts, mach dir nichts draus. Übrigens, wir können auch unsere Kleidung wechseln. Ich habe gerade das lässige Outfit an. Es gibt auch die Arbeitskleidung. Das sieht dann so aus. Ich habe ein hübsches Outfit. Oh, hübsch, habe ich gar nicht gesehen. Und das Konohana-Outfit. Was ist das hier? Aber ich bleibe bei der lässigen Kleidung. So, hier ist der Typ, der uns Haustiere verkauft. Ich glaube, der ist Greedy. Lucy, hast du viel zu tun? Zum Leben muss man nun mal arbeiten. Es ist daher gut, viel zu tun zu haben. Hatten wir einen Auftrag von dem? Ich nehme die Aufträge meistens an und kümmere mich gar nicht mehr um sie. Wenn man das eh nicht hinbekommt. Hier ist der Gemischtwarenladen von Bluebell. Der wird von Huchos Bruder geführt. Pancho, guten Tag, Lucy. Sich gut mit mir zu verstehen hat nur Vorteile, glaube ich jedenfalls. Bestände überprüfen, Bestellungen aufgeben. Es gibt viel zu tun heute. Ich hätte ein bisschen anderes Angebot, wie ihr seht. Normalerweise ist der dritte Bruder im Bunde immer bei Pancho da. Ja, hier. Wie heißt der, Sancho? Hallo, wie kann ich mehr Profit machen? Das ist die ewige Frage. Sich um die Vorräte zu kümmern, ist harte Arbeit. Man braucht viel Ausdauer. Immer wenn die Läden zu sind, ich glaube, das ist freitags. Nee. Samstags gehen die zusammen spazieren. Ja, habe ich einen Auftrag schon gar nicht angenommen. Oh ja, weil der es sich einfach nie lohnt für mich. Georgia, es gibt da was, das ich unbedingt essen will, aber ich muss die Pferde versorgen. Kann es mir jemand zubereiten? Das wäre super freundlich. Ich glaube nicht, dass ich das hinbekomme. Oh nein, ein Leck. Ich muss das Dach wohl selbst reparieren. Kann mir bitte jemand die Materialien geben? Ich bitte dich. Baustein oder besser? Na, das ist leicht. Hier hängt Cam rum und verkauft seine Blumen. Hier gibt es viele schöne Blumen, oder? Wenn du sie selbst großziehen willst, kauf dir doch bitte Samen. Ich habe bereits alles. Hier wohnt, hat Cam früher gewohnt, bevor wir ihn geheiratet haben. Das hier ist Howard. Das ist der Betreiber des Cafés. Und der natürlich sich mit Make-up anzieht. Aber ich mag ihn. Hallöchen, Lucy. Sag Bescheid, wenn du durstig bist. Ich mache dir ein leckeres Getränk. Gerade nicht. Auch wenn du etwas bestellen willst, komm bitte an den Tresen, ja? Und das ist Lainey, seine Tochter. Beide, wir müssen uns mit beiden anfreunden, weil sie für Cammy eine Familie sind. Sonst hätte der Heirat nicht zugestimmt. Na Lucy, wie geht's mit der Arbeit? Wir können übrigens auch noch in ihre Zimmer gehen. Das ist tatsächlich das Zimmer von Howard, nicht von Lainey. Das war das frühere Zimmer von Cam. Das sieht man auch von den Blumen und der Schere und so. Okay, wen haben wir denn noch nicht besucht? Unsere Schreinerin, aber die ist wahrscheinlich gerade auf dem Berg. Die läuft eigentlich immer auf dem Berg rum. Dann noch das Rathaus. Das ist der Bürgermeister von Bluebell. Rutger. Oh, Lucy, wie geht es dir heute? Und das ist seine Frau Rose. Hallo da, Lucy. Hast du schon was gegessen? Ich finde, dass das Essen frisch vom Hof schmeckt. Ich hatte einen Auftrag von ihr. Okay. Ach, da ist ja ein. Hallo Lucy, es scheint dir gut zu gehen. Wie ihr seht, wir haben schon eine sehr gute Beziehung mit dir. Wir haben nämlich eine ziemlich hohe Knospe schon. Erstmal nicht, ich will gerade keine Aufträge abgeben, weil ich gerade überhaupt nicht weiß, auf was ich gerade hingearbeitet habe. Wir gehen jetzt zurück, und zwar über den Berg. Über den Berg, habe ich gesagt. Da müssen wir hier lang. Das ist nämlich unsere Wildnis. Was? Es sind schon 19 Minuten vergangen? Ich muss gerade mal gucken, wo gab es denn hier genau? Hier kann man nämlich verschiedene Sachen bekommen, die wir an so auffälligen Orten sammeln.
Mit der Länge fangen ist nicht leicht. Dazu müssen wir nämlich springen. Hier können wir runterrutschen. Das war's hier, glaube ich. Ach, da bin ich rausgekommen. Moment. Ah, wusste ich doch. Hier gibt's noch was. Ich habe das Spiel ziemlich viel gespielt. Deswegen sind mir die ziemlich beläufig. Die Orte, an denen ich was sammeln kann. So, und jetzt können wir noch Handfischen gehen. Das müssen wir aber langsam machen. Na? Wieso habe ich den Fisch nicht rausbekommen? Super, das war ja nur ein Stiefel. Die Fischschatten hier, wenn wir uns denen langsam nähern, dann können wir sie aufheben. Und haben Fisch bekommen. Wir können uns mit den Tieren ja auch anfreunden. Aber dazu muss man... Tja, dazu muss man ganz schön viel Futter opfern. Gut, das ist jetzt das Wichtigste gewesen. Hier gehen wir weiter. Hier kenne ich mich nicht so gut aus. Da gab es immer irgendwas, wo ich nicht so genau wusste, wie ich da hinkomme. Aber hier kommt man lang auf jeden Fall. Hier ist gerade nichts. Dann gucken wir runter. Genau, hier ist das Haus vom Orakel. Lucy, hallo. Leute richtig zu grüßen, ist ach so wichtig. Das Orakel ist so eine Art magisches Geschöpf. Hier ist eine Heiratskandidatin für die männlichen Spieler. Können wir noch Sachen sammeln? Da war Minze. Ein magisches Blaugras und Unkraut. Hier, der Seilzug. Habe ich den nochmal benutzt. Von der anderen Seite auf jeden Fall. Schon 16 Uhr. So spät. Ja, genau, der Seilzug. Das war immer das Problem, wo ich nicht genau wusste, wie ich da hinkomme. Ich kann auch das Insekt fangen. Wenn ich den Korb behalte, machen wir das. Hier können wir angeln. Das mache ich aber am nächsten Part, denke ich. Ich will jetzt erstmal ein bisschen zeigen, was hier so abgeht. Oh, irgendwie tut mir der Rücken gerade weh. Alles sammeln. Dann ruhig ein bisschen später heimkommen. Cam braucht normalerweise gut bis 10 Uhr, bis der heim ist. Hier ist nichts. Hier ist noch so ein Filzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der irgendwann zerstört wird. Aber da muss man immer bestimmte Milestones, sage ich mal, schaffen, damit das passiert. Und das darf nicht Winter sein, weil in der Regel wird der Filzen von einem Bär zerstört, der Winterstaff. Das ist die Bergspitze, da werden sämtliche Feste abgehalten. Und unsere Hochzeit auch, was nochmal interessant ist, denn unsere Hochzeit... Tja, ich kann mal die Erntegöttin... rufen. Ich möchte aber eigentlich keine zwei Eier reintun. Na gut. Shit. Soweit. Dann kann ich der Entegrin ein Geschenk geben. Das hat Eier immer gut geeignet. Da, ich bin aus eurer sagehaften Erntegöttin. Das habe ich mir schon immer gewünscht, Lucy. Danke, bis dann. Die Entegrin ist ein bisschen nervig in diesem Teil. Da, du hast mir ein Opfer gegeben. Herzlichen Glückwunsch. Aber denk daran, wenn du mir ein Opfer gibst, bekommst du es nicht zurück. Bring mir mehr und mehr Opfergaben. Toodles! Die redet nämlich die ganze Zeit auf diese Art. Anscheinend war das erste Mal, dass ich ihr ein Opfer gebracht habe. Eigentlich kann man der Entegöttin immer nur Sachen vom eigenen Hof geben. Alles andere sieht sie nicht als gutes Opfer an. Wir gehen jetzt den Berg wieder runter, wie ihr seht. Das ist jetzt die Konohana-Seite. Echt, Grille hatte ich noch nie zuvor. Da ist noch ein Stab. Stabmast. Genau, hier kann ich noch was sammeln. Übrigens, das Handfischen-Ding, das ändert sich. Hier konnten wir früher nicht lang. Hier haben wir jetzt eine schöne Abkürzung geschaffen. Sonst hätten wir immer einen großen Umweg machen müssen. Über diese Felsen kann man springen. Kann man noch was sammeln. Noch ein Zweig. Wenn wir wollen, können wir mit dem Pilz nach oben springen. Wir schauen noch mal kurz hier lang. Ob ich da irgendwas übersehen habe. Nee, sieht nicht so aus. Dann gehen wir weiter. Hopp, hopp, hopp. Ja, ihr seht schon, dass ich hier loslege. Nichts Seltenes da. Schade. Da gibt es nämlich manchmal seltene Sachen, da bin ich mir sicher. Hier rüber gehen.
Gab's irgendwas? Genau. Kriegen wir Honig. Und hier kommen wir wieder zurück. Jetzt gibt es nur noch einen Ort. Das ist der Ort kurz vor Konohana. Ah, und hier ist auch eine der Seilrutschen. Wenn ich rechtzeitig A drücke, kann ich abspringen. Ansonsten stoße ich mir die Nase an. Hier kann ich jedenfalls Bambus bekommen. Sag mal, irgendwo konnte ich hier nicht auch irgendwo einen Bambus Strüpf was bekommen? Ich weiß es gerade nicht. Dann gucken wir uns gleich auch nochmal das Handfischen an. Gut. Langsam. Den habe ich. Große Forelle. Den habe ich auch. Na komm. Schade, keinen Bann bekommen. Der Fisch hat uns gesehen. Aber es ist kein Problem, man kann einfach zurückkommen und den ganzen... Ah, da haben wir einen alten Ball. Die ganzen Fische nochmal fangen. Und ich glaube, die tun sich jede Stunde. Also, ja, wenn man das so laut macht, dann werden sie gleich verschwinden. Deswegen, wir gehen jetzt mal kurz aus dem Bildschirm raus. Und wieder hinein. Genau, jetzt sind die Fische noch weg. Aber den wir nicht gefangen haben, der ist noch da. Ach nee, da sind sie ja wieder. Anokreten. Muss ich doch einfach aus dem Bildschirm rausgehen und wieder hingehen. Kann man die ganze Zeit wiederholen. Geht auch mit den Insekten. Okay, wir verkaufen jetzt mal, was wir alles gefunden haben. Da läuft gerade Ina da rum, läuft hier auf unserem Hof. Wozu habe ich den Kräuter? Das hebe ich mal auf für den Auftrag. Das hebe ich auf. Blumen können weg. Bambus kann weg. Walnuss kann weg. Das kann weg. Minze kann weg. Honig kann weg. Minze kann weg. Werden wir uns jetzt wirklich aufheben? Ach ja, ich muss jetzt erstmal schließen und senden. Und dann kann ich nochmal. Alter Ball heben wir auf. Und das war's. Am nächsten Tag kriegen wir unser Geld. Hi. Meine Familie stellt schon seit Generationen hier den Bürgermeister. Vielleicht ist das gar keine so gute Sache. Zurück zu unserer Farm. Wir können jetzt nämlich nochmal gießen. Hoppla, falsch. Auffüllen. Und los geht's. Wir können unser Pferd eigentlich füttern mit Pferdekeksen, aber weil das Pferd überhaupt keine Beziehung mit uns eingeht, weil es eigentlich nur ein Geleitpferd ist, das wir immer wieder ändern können, ist das überhaupt kein Problem, das Pferd völlig zu ignorieren. Hier ist unser Wagen, wir können das Pferd vor den Wagen sperren. Da können wir Sachen hineintun. Wie zum Beispiel die Steine. Die Zweige. Die alten Bälle, die wir gesammelt haben. Bald sind es genug. Und das wertlose Erz. Hier habe ich auch schon die verschiedenen Kleinode, die kann man hier sammeln, um sich was zu wünschen, nicht wie die Dragon Balls. Und hier habe ich ganz viele Samen, weil das muss man einfach tun. Leider habe ich noch keine Samenmaschine, deswegen lohnt es sich nicht, Dünger einzusetzen. So. Die Kohlsamen können hier rein. Habe ich bestimmt bekommen. Und Unkraut kann man sicher auch gebrauchen. Will ich jetzt auch mal aufheben. Okay, so weit, so gut. Kim ist schon zurück. Und er redet wieder über die Schwangerschaft. Ich kann ihm auch meine Tiere zeigen. Er mag Katzen besonders gern. Ist das aber süß. Ich liebe ja Blumen, aber Katzen sind auch okay. Ich glaube, Hunde mag er nicht so sehr. Ich habe hier den Riesenhund. Bei dem hat er, glaube ich, Angst. Und was soll ich damit? Oh, das war aber nicht nett meinem Hund gegenüber. Magst du den kleinen Hund lieber? Nee, kein Hundetyp. In meinem Radio kann ich das Wetter anhören. Aber das schönes und warmes Frühlingswetter heute. Morgen wird ein schöner sonniger Tag, ideal für ein Picknick. So, was haben wir denn? Morgen ist das Kinderfest. Ich muss ein Dessert mitbringen, das kriege ich leicht hin. Ich mache einfach einen Pudding. Wann ist das nächste Kochfest?
genau an meinem Geburtstag. Na, vielen Dank auch. Speichern können wir übrigens nur, indem wir schlafen gehen. Jetzt gehen wir aber erstmal auf die Toilette und baden nach dem langen Tag. Ah, ich fühle mich besser. Ah, das war gut. Nichts ist so gut wie ein warmes Bad. Und jetzt speichern wir ab. Speichern und schlafen. Wir können nur im Bett schlafen. Speichern meine ich. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich mit weniger Denken, mehr Spielen. Bis zum nächsten Mal.